Bei den Forst Arena Praxisreports stellen wir unsere Kunden und ihre Maschinen in den Mittelpunkt. Heute sehen wir einen P15 Profi Rückanhänger in einem spannenden Rückeinsatz hier in Oberhof im Biathlonstadion. Für diesen Praxisreport begleiten wir einen Durchforstungseinsatz auf dem Biathlon-Areal in Oberhof. Ein ganz besonderer Einsatz, bei dem Menschen, Tiere und Maschinen gezielt zusammenarbeiten. Hier in den Kammlagen des Thüringer Waldes fallen jedes Jahr zwischen 1200 und 1400 mm Niederschlag, was oft zu feuchten Verhältnissen führt. Aus diesem Grund legt Revierförster Ronny Eckhardt allergrößten Wert auf bodenschonende Arbeitsverfahren. Also die bodenschonende Holzernte spielt für uns in der Forstwirtschaft eine immer größere Rolle. Und gerade leichte Technik rückt immer mehr in den Fokus, dass wir auf den sensiblen Böden, die wir eben gerade hier in den Bergen haben, häufig mit vernässten Standorten zu tun haben, dass wir da eben mit Technik aufschlagen, die so wenig Bodenverdichtung und Verwundung wie möglich verursacht. Daher leichte Maschinen in Verbindung mit Pferderückungen als Verfahren immer mehr im Kommen. Im Einsatz ist Agrar- und Forstdienstleister Stefan Frank aus Bundorf in Unterfranken. Er bietet die komplette Palette im Bereich des Holzeinschlags an, von der motormanuellen Holzernte über Harvester und Rückezug bis hin zur bodenschonenden Holzbringung mit Pferden. Den Pfanzelt P15 Rückeanhänger mit hydraulischem Radantrieb hat der Unternehmer genau für solch sensible Einsätze wie hier in Oberhof angeschafft. Wir haben uns für den Pfanzelt-Rückewagen entschieden, weil der ausschließlich bei den Pferden dabei ist und bei den Holzmachern. Weil es eine leichte Kombination ist mit dem Schlepper zusammen. Kleine Sammelhiebe, das Holz muss weit transportiert werden. Wichtig war für uns bei dem Rückewagen der hydraulische Fahrantrieb, weil wir auch dann in den Gassen immer vorwärts kommen und vorher immer Probleme hatten. Den Rückeanhänger steuert Seniorchef Dieter Frank. Die Kaufentscheidung für den P15 war für ihn ein klarer Fall, hatte doch mit Pfanzelt auch in der Vergangenheit nur gute Erfahrungen gemacht. Also mein erster Rückewagen war von der Firma Pfanzelt. Von der Robustheit her unschlagbar. Alle tragenden Teile, einschließlich der Kran, nie irgendwelche Probleme gehabt. Das hat uns dann bewogen, im letzten Jahr nach was Größeres umzuschauen. Dann sind wir auf den B15 gestiegen. Das haben wir bis jetzt auch nicht bereut. Die Qualität ist immer noch das, was wir uns vorgenommen hatten. Das hat bis jetzt immer geklappt und hoffen, dass es so weitergeht. Obwohl der Rückeanhänger einen Bedienstand über der Deichsel hat, steuert Dieter den Kran mit der Funkfernbedienung aus der Schlepperkabine. Also Funksteuerung und Kran, das möchte ich nichts mehr missen. Der Kran ist von der Hubkraft her, das ist eine andere Welt. Und die Kranbedienung, man ist halt flexibel. Man kann es auch mal unten vom Kran, wenn man irgendwas nicht einsehen kann, nimmst du die Bedienung mit runter und dann bist du immer noch kreativ. Für mich tut das voll ausreichend gut. Bei den Rückeeinsätzen begibt sich Dieter Frank oft ins unwegsame Gelände. Deshalb hat er den Anhänger mit dem hydraulischen Radantrieb Power Drive ausgestattet. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut hat. Wir haben uns entschieden für den Achsantrieb, weil wir jetzt im Gelände sind, wo wirklich alles geboten ist, sämtliche Steigungen. Und da ist einfach, da kann der Schlepper sein, wie er will, bis zu einem gewissen Grad, dann ist Stillstand. Und dann weißt du, du hast noch einen Trumpf in der Hand. Du schaltest die Achse ein und es geht weiter. Das ist gigantisch. Bäume werden motormanuell im Bestand gefällt und direkt aufgearbeitet. Holzrücker Jens Nattermann bringt die Stämme dann mit seinen vierbeinigen Helfern an den Rand der Rückegasse oder zur Forststraße,
wo sie Dieter Frank mit dem Kran auf den Anhänger laden kann. Jens ist Holzrücker in fünfter Generation und arbeitet seit 34 Jahren mit Pferden im Wald. Angefangen hat er als 13-Jähriger im Jahr 1983. Danach hat er sein Hobby konsequent weiterverfolgt und schlussendlich zum Beruf gemacht. Bereits 5 Jahre später war er der jüngste Pferdeholzrücker der DDR. Ihn freut es, dass sein Verfahren in letzter Zeit wieder mehr an Bedeutung gewonnen hat. Was mich freut, dass die Pferde in den letzten 8 Jahren eine neue Renaissance erleben in Thüringen. Da wir durch die Landesregierung ein Förderprogramm aufgelegt worden ist, dass die Pferde im Landeswald und im Privat- und Kommunalwald mit 100% gefördert werden. Das zeigt mir, dass meine 30-jährige Tätigkeit um das Kämpfen der Pferde für die Waldwirtschaft sich gelohnt hat. Hot, ja, ja, hot, ja, hot, ja. Hot, Hans, hot. Hi, Elias, hi. Jens und seine Pferde sind ein eingespieltes Team. Die drei verstehen sich blind. Über gezielte Zurufe lotst er die Tiere durch den Wald. Wie bei den Menschen ist es auch hier so, dass die Jüngeren von der Erfahrung der Älteren lernen. Das ist der Elias, der ist 3,5 Jahre alt, ist unser Lehrling. Der ist seit 2 Monaten jetzt in der Forstwirtschaft tätig, möchte das mal richtig lernen. Von unserem Altmeister, dem Hans. Der Hans ist 20 Jahre alt, geht jetzt seit 17 Jahren im Wald und ist das Pferd eigentlich dazu da, um unsere jungen Pferde noch zu lernen und seine Erfahrung an die jungen Pferde weiterzugeben. Zu Hause haben wir noch das Wechselgespann, den Fino und die Fina. Die sind dann morgen dran, weil bei uns ist es so, die Pferde müssen jeden Tag 8 Stunden arbeiten. Dadurch werden bei uns die Pferde jeden Tag gewechselt. Dieter Frank macht sich gerade wieder auf den Weg, um eine neue Fuhre aufzuladen. Vorne am Schlepper hängt die Pfanzelt-Bergeseilwinde Myself, die eigentlich dafür gedacht ist, die Maschine im Fall der Fälle aus einer misslichen Lage zu befreien. Dieter nutzt sie aber auch gerne, um den ein oder anderen Stamm in die Reichweite des Krans zu ziehen. Also die Myself-Winde, die habe ich gekauft, mitgekauft, das war eigentlich unablässlich. Aber ich jetzt vorne drin ein Frontgewicht habe, wo nichts bringt, schön fast. Sondern ich habe nur noch die Winde gekauft, weil es rollt immer einen Hang runter oder was und ziehst die Seil raus und holst den wieder. Du brauchst keinen. Wir sind nur mit den Pferden unterwegs. Und da musst du dir selber helfen und dann ist das mit der Winde optimal. Du weißt, wenn irgendwas ist, Seil raus, an Baum rum und auf. Kein Stillstand. Die gezielte Kombination von leichten Maschinen mit dem Rückeeinsatz der Pferde verhindert nicht nur unerwünschte Bodenverdichtungen, sondern hilft auch, den Wald der nächsten Generation zu schonen, wie uns der Förster aus eigener Erfahrung bestätigt. Für uns ist wichtig, dass wir gerade bei dieser Technologie, wenn wir Pferde einsetzen, in den Bereichen, wo viel Naturverjüngung oder Pflanzmaßnahmen aufgelaufen sind, so schonend wie möglich auch mit den Verjüngungsbereichen umgehen. Und da hilft es uns ungemein, wenn wir mit Pferden das Holz so steuern können, dass die Rückung eben minimal nur Schäden anrichtet. Wir können im Bestand das Holz fällen und entasten und die Pferde ziehen es dann recht elegant an den Rand der Krügengasse und dort wird es dann mit der Maschine entsprechend aufgeladen. Ist für uns auf jeden Fall ein sehr schonendes Verfahren, auch für die bestehende Verjüngung. Die Profi-Rückanhänger-Baureihe ist modular aufgebaut und kann deswegen einfach an die verschiedenen Einsatzsituationen angepasst werden. So auch hier in dem Einsatz, wo wir hier mit bodenschonender, leichter Technik hinter den Pferden herrücken. Wenn ihr mehr zur Technik wissen wollt, dann schaut auf das andere Video auf unserem YouTube-Kanal.